Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Tittel und ich darf Sie im Namen der Prorektorin Universitätskultur, Frau Professorin Roswitha Böhm, zu unserer heutigen TOD-Lecture innerhalb der Themenreihe Corona ganz herzlich begrüßen. Frau Professorin Böhm lässt sich entschuldigen und ich als Ihre Referentin darf Sie heute vertreten. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja. Unsere heutige TOD-Lecture steht unter dem Titel Das Coronavirus entschlüsseln, verstehen und Mutationen erkennen. Unsere Wissensgeberin ist Dr. Anna Pötsch vom Biotechnologischen Zentrum der TU Dresden. Für die Moderation darf ich Ihnen zwei Fachexperten vom Dresden Concept Genome Center vorstellen. Dies sind Dr. Maximilian Krause, er ist dort Projektkoordinator, und Dr. Fabian Horst, der als Biophysiker dort arbeitet. Ja, seit über anderthalb Jahren beschäftigt uns nun schon das Coronavirus. Während die Politik, aber auch wir als Hochschule oder Clubs, Vereine und viele andere Stellen immer wieder neu denken, umdenken, neu planen mussten, war das Virus scheinbar immer viel schneller. Es passte sich an neue Situationen im Nu an und veränderte sich schnell. Virusveränderungen sind, so werden wir sicherlich später im Vortrag erfahren, nichts Außergewöhnliches, und mittlerweile sprechen wir gar von der Delta-Variante. Doch wie kommt es eigentlich zu diesen Veränderungen? Lassen sich diese vorhersehen und wie funktioniert die Entschlüsselung eines Virus? Ich bin mir sicher, dass unsere heutige Referentin Dr. Anna Pötsch auf viele dieser Fragen antworten kann. Gern möchte ich die Gelegenheit nutzen und Ihnen Frau Dr. Pötsch kurz vorstellen. Sie ist Forschungsgruppenleiterin am Biotechnologischen Zentrum, kurz Biotech der TU Dresden. Sie wird gefördert vom Biotech, dem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, und dem Mildred-Scheel-Nachwuchszentrum. Sie ist studierte Biochemikerin und leitet seit 2020 die Forschungsgruppe Biomedical Genomics hier in Dresden. Davor forschte sie am St. Anna Childhood Cancer Research Institute in Wien und konzentrierte sich dort auf die Entstehung von Mutationen im Krebs bei Kindern. Nach ihrer Promotion am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg forschte sie zwischen 2013 und 2018 am Francis Crick Institute in London und dem Okinawa Institute of Science and Technology. Dort beschäftigte sie sich mit Computational Biology, insbesondere der Genomik von DNA-Schäden und Reparatur. Ihren Masterabschluss erhielt sie an der Universität Konstanz sowie am Japanese National Cancer Center Research Institute in Tokio. Ja, im Rahmen der deutschen Covid-19-Omics-Initiative werden seit Beginn der Pandemie Coronaviren untersucht. Dr. Anna Pötsch und ihre Forschungsgruppe sowie die Forschenden des Dresden Concept Genome Center und des Center for Molecular and Cellular Bioengineering, kurz CMCB, an der TU Dresden beteiligen sich an dieser Initiative. Ihre Arbeit stützt sich auf die Genomsequenzierung, das Lesen der Coronavirus-RNA routinemäßig von infizierten Patienten in entnommenen Proben. Die Wissenschaftler führen eine Virusüberwachung durch, das heißt, sie analysieren das Coronavirus-Genom auf neue Mutationen und überwachen die lokale und nationale Ausbreitung der Virusvarianten, entwickeln neue Berechnungsmethoden und versuchen, die Mutationen zu verstehen. Zwei Personen, die sich richtig gut mit diesem Prozess auskennen, sind Dr. Maximilian Krause und Dr. Fabian Rost. Beide arbeiten sie, wie gesagt, am Dresden Concept Genome Center, das ein gemeinsames Sequenzierungszentrum vom CMCB und vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik ist. Ja, die beiden werden heute auch ihre Fragen, die Sie hier in den Chat reinschreiben können, bündeln und nach dem Vortrag von Frau Dr. Pötsch an unsere Referentin stellen. Sie dürfen gern bereits während des Vortrags Fragen in den Chat reinschreiben. Zusätzlich möchte ich Sie darauf hinweisen, dass für die heutige Lecture eine Schriftendolmetscherin zur Verfügung steht. Das ist Frau Evita Bley. Bitte klicken Sie für die Schriftendolmetschung den Button CC, den Sie unten rechts auf Ihrem Bildschirm finden. Und ja,
Damit möchte ich gerne das Wort an Frau Dr. Pötsch übergeben und wünsche Ihnen und uns allen ja, erhellende Momente und auch eine gute Fragerunde. Vielen Dank. Vielen Dank für die nette Einführung. Ja, es ist mir eine Freude, Ihnen heute zu erzählen, was es mit den ganzen Mutationen, Varianten und so weiter auf sich hat und auch, was wir eben dazu beigetragen haben seit Beginn der Pandemie, um das ein bisschen besser zu verstehen. Und wenn ich sage wir, was meine ich eigentlich damit? Also wer sind wir? Das sind erstmal in meiner Forschungsgruppe zwei Studenten, die das neben ihrem Studium mitmachen, mit mir zusammen. Aber das ist eben auch eine ganze Menge anderer Menschen, die dazu beitragen, in verschiedenster Art und Weise eben. Das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt von Gesichtern von eben Menschen, die dazu beitragen im Dresden Concept Genome Center. Aber entschuldigen Sie, Frau Dr. Pötsch, Sie haben gerade den Präsentationsmodus noch an. Könnten Sie, das ist wahrscheinlich der falsche Bildschirm, den wir gerade sehen. Ja. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Das hatte ich schon befürchtet, als das, dann mache ich nochmal das. Stimmt's jetzt? Sehr gut, vielen Dank. Entschuldigung. Also, wer sind wir? Das sind eben die, also Jana Vasiljeva und Dmitri Severinov in meiner Gruppe. Und das sind aber eben auch zahlreiche Leute aus dem Dresden Concept Genome Center, die eben regelmäßig Viren sequenzieren und eben aber auch Mitarbeiter in der Virologie und in der Medizin, die eben auch dafür sorgen, dass es Proben gibt. Und eben die Sammeln zur Analyse beitragen, etc. Und das ist aber auch Gruppen in ganz Deutschland, die sich eben zusammengetan haben für diese deutsche Covid-Omics-Initiative. Das sind über 100 Gruppen an 45 verschiedenen Institutionen in Deutschland. Da ist eben die TU Dresden eine davon, aber dann zum Beispiel eben auch das Robert-Koch-Institut, auch das Deutsche Krebsforschungszentrum, obwohl es kein Krebs ist, und viele andere Universitäten und Forschungseinrichtungen. Und das Ganze ist dann nochmal eingebettet in internationale Konsortien, wo dann eben verschiedene Aspekte behandelt werden von Systemmedizin über klinische Daten, Biobanking, also quasi wo man Proben sammelt, denn die ganzen Analysen und eben auch die viralen Genome und Metagenome, was quasi auch heißt andere Viren oder Bakterien. Und das Ganze wird gesammelt in verschiedenen Datenbanken. Und hier die wichtigsten für diesen Vortrag ist GIS-AID. Da werden die ganzen Genomdaten gesammelt und dann eine sehr gute Datenanalyseplattform NextStrain, auf der sich vieles basiert, was ich gleich zeigen werde. Also was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass ist dieses Forschungsvorhaben, eben das Virus zu verstehen, die Mutationen zu verstehen, die Sequenzen zu verstehen. Und alles ist tatsächlich nichts, was man alleine in einem Kämmerchen machen kann, sondern das ist tatsächlich ein globales Unternehmen und da sind sehr, sehr viele Leute dran beteiligt. Und quasi alles, was ich jetzt heute erzähle, stützt sich auf die Arbeit vieler, vieler Menschen. Und worum geht es hier eigentlich? Also hier geht es eigentlich um das SARS-CoV-2-Genom. Also quasi der Bauplan dieses Virus und der ist erstaunlich klein. Wenn Sie sich das hier anschauen, das ist das gesamte Genom des SARS-CoV-2-Virus. Es passt auf zwei DIN A4 Seiten. Das sind insgesamt weniger als 30.000 Buchstaben. Um das Ganze mal zu vergleichen, oder erstmal, was ist da eigentlich drin? Also da ist das Bauplan, der Bauplan von dem Virus drin, das heißt, es sind 30.000 Buchstaben und 15 Gene. Und daraus wird dann letztendlich dieses Virus gebaut. Dieses Virus ist im Wesentlichen einfach nur sein Genom mit einer Verpackung. Und da oben drauf sind diese Stacheln, auf Englisch Spike. Und die sind dafür zuständig, dass das Virus die Zelle findet, in die Zelle reingeht, da sein Genom reinpackt und dann wird aus diesem Genom wieder ein neues Virus gebaut und dann geht das Virus weiter und sucht sich einen neuen Wirt. Und dieses Genom, das sind hier diese 30.000 Buchstaben und da sehen Sie, da sind verschiedene Abschnitte drauf. Und diese Abschnitte bedeuten, wofür eben diese Buchstaben kodieren, also quasi die Gene, die auf diesem Genom liegen. Das heißt, hier haben wir ein sehr großes Gen. Und dann noch auch ein relativ großes Gen. Und das, was eigentlich hauptsächlich im Augenmerk
der Wissenschaft liegt, ist dieses Spike-Protein. Und das ist quasi auf dem Genom zwischen 21.000 irgendwas bis 25.000 irgendwas. Und diese blaue Sequenz ist dafür zuständig, diese roten Stachel zu bauen. Und die sind ebenso wichtig, weil das so wichtig ist für die Infektion des Virus. Und um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen, hier haben wir 30.000 Buchstaben. Das ist das menschliche Genom, mit dem wir uns normalerweise beschäftigen. Das sind 3,2 Milliarden Buchstaben, 119 Bücher. Das können Sie sich gerne anschauen in London. Sie haben, also der Wellcome Trust hat das alles ausgedruckt und steht in einem Bücherregal in der Nähe von King's Cross. Können Sie tatsächlich hingehen und dann rumblättern. Und eben in diesen 3,2 Milliarden Buchstaben sind 20.000 Gene. Das heißt, das SARS-CoV-Genom, es sollte eigentlich gar nicht so schwer sein, sind ja nur 30.000. Ist ja eigentlich deutlich einfacher, als das bei sonst zu tun. Für diejenigen unter Sie, die etwas Adleraugen haben, haben Sie eventuell gesehen, dass hier ein roter Buchstabe drin ist. Und das ist ein T. Und das war vorher mal ein A. Und das Problem an dem ganzen Virus ist, dass es sich verändert. Und das ist eigentlich das, was so wichtig ist, dass es eben in der Evolution weiterschreitet, dass es sich verändert, dass es neue Eigenschaften bekommt. Und was das eigentlich bedeutet, ist wirklich, dass in diesen 30.000 Buchstaben einfach mal einer anders wird. Und das hat horrende Konsequenzen. Und um das alles zu verstehen, braucht man erstmal eine Menge Daten. Und wie wird das gemacht? Also wir haben jetzt weltweit, das sind die Daten von vorgestern, haben wir über 4 Millionen Viren sequenziert. Also von über 4 Millionen Viren wissen wir die gesamte Buchstabenfolge der 30.000. Die liegen eben in dieser Datenbank GIS-AID, die für andere Pandemien vorher schon existierte. Dann in Deutschland haben wir etwa 200.000 Viren sequenziert. Das meiste kommt eben übers Robert-Koch-Institut in diese GIS-AID. Datenbank und beim Robert-Koch-Institut landen die Daten von den verschiedenen Diagnostiklaboren und verschiedenen Universitäten etc., die eben die Daten da weiterleiten und die werden dann gesammelt eben in diese Datenbank hochgeladen. Aus Sachsen haben wir über 20.000 und eben von der TU Dresden kommen über 5.000 davon und das sind eben Daten über Viren aus Dresden, aus dem Umland und eben aus den polnisch-tschechischen Grenzgebieten. Genau, und daran sind beteiligt eben die TU Dresden, das Dresden Concept Genome Center und eben die Universitätsmedizin. Warum brauchen wir das alles? Also warum ist das wichtig? Wenn wir anhand dieser Daten können wir verstehen, wie neue Varianten entstehen. Wir können rekonstruieren, wie sich das Virus in der Evolution weiterschreitet. Und wir können aber auch rekonstruieren, wie sich das Virus bewegt. Und das werde ich Ihnen gleich im Detail etwas mehr erzählen. Aber erstmal, was sind eigentlich die Mutationen und wo sind die? Und was gibt es für Varianten? Sie haben wahrscheinlich gehört von Alpha, Beta, Gamma, Delta etc. Aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, gibt es unzählige Varianten. Was Sie hier sehen, ist nochmal das Genom, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, mit den Genen drauf. Und was Sie hier auch in der Vertikale sehen, ist quasi einfach zusammengezählt die Mutationen, die für jede einzelne Position auf diesem Genom passieren. Das heißt, Sie können sehen, dass eigentlich überall auf diesem ganzen Genom Mutationen passieren, an manchen Stellen ein bisschen mehr, an anderen Stellen ein bisschen weniger. Und die meisten Mutationen, die jucken uns eigentlich gar nicht. Die meisten Mutationen, die haben keine Konsequenz. Das Virus verhält sich genauso wie vorher, sammelt es einfach auf, nimmt es mit. Die Mutationen, die uns am meisten interessieren, sind an Orten, wo das Virus dann seine Eigenschaft ändern kann. Und das ist eben ganz besonders an diesem Spike-Protein der Fall. Also da an diesen roten Stacheln. Da ist dieses blaue Gen hier, das S. Und hier sind die Mutationen, die eben auf diesem Spike-Protein passieren. Und das ist die Mutation, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das ist die 501Y-Mutation, die eben eine sehr große Konsequenz hat, wie das Virus sich verhält. Das Virus kann dann deutlich besser an die Zellen andocken und kann sich dadurch besser verbreiten. Und diese Mutation ist ungefähr etwas mehr als 10-mal unabhängig voneinander entstanden. Das heißt, damit ist diese Mutation, die eigentlich so stark in den Medien war, weil es eben die Alpha-Beta-Gamma-Variante haben, gar nicht unbedingt so häufig passiert, sondern es gibt andere Mutationen, die sind viel, viel häufiger. Aber diese Mutation hat sich dann halt durchgesetzt, weil es dem Virus einen Vorteil gegeben hat. Das heißt, wie schnell funktionieren das mit den Mutationen? Wenn man sich jetzt genau anguckt, wie sich das Virus verändert hat seit dem Anfang, dann schaut das etwa so aus.
Also was Sie hier auf der, in der Horizontale sehen, ist einfach eine Zeitlinie. Hier haben wir den Dezember 2019. Da ist das Ganze losgegangen mit dem Virus in Wuhan. Und hier sind wir jetzt heutzutage. Bitte konzentrieren Sie sich erstmal nur auf die Punkte. Jeder einzelne Punkt hier ist ein Virus, in den verschiedenen Zeitpunkten, als dieses Virus detektiert wurde. Und in der Vertikale sehen Sie die Zahl der Mutationen, die dieses Virus hat, seit dem Ursprungsvirus. Und daraus kann man einschätzen, wie viele Mutationen passieren. Und das ist in etwa 24,5 Mutationen pro Jahr. Und damit ist tatsächlich jetzt, wenn wir jetzt Viren uns anschauen, haben die über 40 Mutationen im Vergleich zum Ursprungsvirus. Und die meisten, wie gesagt, sind gar nicht wichtig. Aber das ist tatsächlich auch schon eine Menge und damit kann man eine Menge tun. Denn die Mutationen sind nicht nur wichtig im Sinne von, wie sich das Virus verändert, sondern wir können sie auch nutzen, um Verwandtschaftsverhältnisse zu analysieren. Wir können nämlich quasi dann die Evolution von dem Virus nachvollziehen. Und das können Sie hier sehen. Hier ist wieder jeder einzelne Punkt ist ein Virus. Und im Zentrum ist quasi von der Zeitlinie der Anfang. Und je weiter wir nach außen gehen, desto mehr kommen wir an den heutigen Tag ran. Und jetzt kann man die Virussequenzen nehmen. Und wenn die sehr ähnlich sind, dann wissen wir, das Virus ist mit einem anderen Virus sehr, sehr nah verwandt. Und so können wir sehen, dass zum Beispiel diese Viren, die beide nebeneinander liegen, sind sehr nah miteinander verwandt. Und dann aber durch die Unterschiede können wir rekonstruieren mit mathematischen Modellen, ab welchem Punkt sie einen gemeinsamen Vorfahren hatten und dann auseinandergegangen sind. Das heißt, wir können nachvollziehen, wann das passiert ist, dass sie die Mutation aufgenommen haben und eben mit welchen anderen Viren sie verwandt sind. Und jetzt ist es vielleicht auch interessant, sich die Farben etwas genauer anzugucken, weil die Farben bedeuten eben, welche verschiedenen Linien des Virus wir uns anschauen. Hier in grün haben wir Delta. Und Delta heißt dann in dem Fall wirklich, dass diese Viren einfach alle eng miteinander verwandt sind. Delta hat auch einen anderen Namen, hier 21J. Und damit kommen wir schon ein bisschen in das Chaos von den ganzen Varianten und Listen, weil es gibt verschiedene Klassifizierungssysteme. Das heißt, dieses 21J, das ist das Next-Strain-Klassifizierungssystem. Das bedeutet, dass diese Variante von 2021 kommt und dann später wurde sie nach Delta umbenannt. Und warum das so ist, erzähle ich Ihnen gleich. Es gibt noch weitere. 21L zum Beispiel ist auch, nee, 21I ist zum Beispiel auch Delta. Also quasi alles, was hier so grünlich ist, ist Delta. Dann auf der anderen Seite hier haben wir zum Beispiel Gamma. Hier haben wir Alpha. In Rot haben wir Mu. Und die haben eben auch alle noch andere Namen. Also Alpha zum Beispiel ist eine der älteren. Das ist die schon von 2020. Alles, was hier in Grau ist, hat es nicht zu einem griechischen Buchstaben geschafft und hat eben daher nur diesen anderen Namen, in dem Fall eben 20F, 20D etc. Was Sie auch sehen können, ist, dass diese Viren alle ein bisschen älter sind, also die sind mehr an der Mitte. Und hier außen sind eigentlich hauptsächlich nur noch die farbigen. Und der Grund dafür ist, dass eben die verschiedenen Varianten sich unterschiedlich stark durchsetzen. Also das heißt, diese hier, die sind weniger stark als die neuen Varianten. Und diese neuen Varianten haben sich eben in der Evolution durchgesetzt und daher sehen wir die mehr nach außen hin. Um das jetzt nochmal genauer zu zeigen, wie das mit den wichtigen Varianten ist, habe ich Ihnen ein paar Sachen von den Webseiten der Weltgesundheitsorganisation runterkopiert. Also das kann man sich anschauen bei der WHO. Und was Sie hier eben sehen, ist momentan die Varianten, um die wir uns besonders sorgen. Und die bekommen dann nämlich einen griechischen Buchstaben. Also quasi, wenn die WHO sagt, diese Variante müssen wir uns genauer angucken, dann kriegt ihr einen griechischen Buchstaben. Und das ist hier passiert. Also hier Alpha wurde früher genannt B117. Das ist noch eine andere Klassifizierungssystem. Das ist quasi das, was wir in der Wissenschaft hauptsächlich verwenden, weil das ist die am meisten aufgelöste Art, sich das anzuschauen. Dann haben wir noch ein anderes System von GRSAID. Das heißt hier GRY in dem Fall. Dann ist das dieses Next Strain, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Hier sehen Sie, dass diese Variante hat noch weitere Mutationen innerhalb seiner Gruppe aufgebaut und die werden auch nochmal genauer angeguckt und die stehen hier. Und hier ist quasi, wie es früher entstanden ist. Und das war in dem Fall in England 2020, also in Kent, und im Dezember 2020.
Und diese Variante kennen Sie wahrscheinlich von früher als die englische Variante. Und damit ist eben Beta. Wurde dann viel südafrikanische Variante genannt, die brasilianische Variante, die indische Variante. Um eben zu vermeiden, dass da Probleme entstehen, dass man eben Länder verantwortlich macht oder stigmatisiert oder so, hat dann die WHO irgendwann gesagt, das ist nicht praktikabel, dass wir diese Pango-Bezeichnung benutzen und es ist auch nicht praktikabel, dass wir das nach Ländern definieren. Und deshalb kamen eben diese griechischen Buchstaben dazu. Das heißt, wenn eine Variante sich durchgesetzt hat und als besorgniserregend gilt, kriegt sie einen Buchstaben. Und damit haben wir momentan die Varianten der Sorge sind Alpha, Beta, Gamma, Delta. Alpha, Beta und Gamma haben diese 501Y-Mutation, die ich gerade erwähnt habe. Delta hat noch eine andere, die 487K-Mutation, die noch schlimmer ist. Und das zeige ich Ihnen gleich. Auch der Vollständigkeit halber, hier gibt es noch zwei andere Varianten, Lambda und Mu, die auch viel in den Nachrichten sind. Die gelten aber bisher nur als eine Variante von Interesse. Also das heißt, es sind keine Varianten, wo wirklich Besorgnis bisher entstanden ist, aber die ganz sorgfältig beobachtet werden. Im Moment sind die hauptsächlich unterwegs in Süd- und Mittelamerika. Und hier auf der rechten Seite haben wir Varianten, die unter Monitoring stehen, also quasi die beobachtet werden. Sie können sehen, hier geht es mit der Pango-Lineage los. Das bedeutet, dass sie es tatsächlich noch nicht geschafft haben, den Buchstaben zu kriegen und dass die eben jetzt momentan nur beobachtet werden, um eben dafür zu sorgen, dass wenn die anfangen, sich stärker auszubreiten, dass man dann einschreiten kann. Wo sind die Varianten unterwegs? Hier habe ich Ihnen das ausgedruckt, wo wir welche Varianten haben im August bis Oktober, damit man es eben sieht, wie es aktuell ist. Und Sie können hier sehen, in Südamerika haben wir einige rote. Das heißt, hier sind Lambda und Mu unter anderem auch unterwegs. Und tatsächlich hauptsächlich im Rest der Welt ist fast alles grün. Und das bedeutet, dass wir hier fast ausschließlich Delta haben. Das sieht man jetzt gleich noch schöner, wie sich das alles dahingegen verändert hat. Hier ist eine Zeitlinie wieder, also die fängt jetzt im 2020 an und in den Farben haben wir eben die verschiedenen Varianten. Grau ist alles, was keine griechischen Buchstaben gekriegt hat und das liegt auch daran eben, dass die frühen Varianten waren, die dann ausgestorben sind oder am Aussterben sind oder eben stark runtergehen und dann wurde das übernommen von den anderen Varianten. Also hier sehen wir in Blau Alpha. Alpha war vor lange Zeit vorherrschend, also bis im Frühling 21 und ging dann zurück. Und dann hat eben Delta übernommen, die eben mit seiner neuen Mutation so einen großen Vorteil hat und damit eigentlich fast alles verdrängt. Genau, das ist jetzt so, wie es global passiert. Und um das nochmal ein bisschen näher zu illustrieren, wollte ich Ihnen die sächsische Variante vorstellen. Wir haben nämlich tatsächlich unsere eigene. Und zwar ist uns das aufgefallen, als wir eben nach das ganz normale Monitoring betrieben haben, geguckt haben, was ist eigentlich so bei uns unterwegs. Und da haben wir festgestellt, es gibt tatsächlich Viren in Sachsen, die eben diese 501Y-Mutation haben. Und dann ging das Detektivspielen los. Also was Sie hier sehen, ist quasi wieder dieser Stammbaum. Jeder Punkt ist ein Virus. Und dann haben wir rekonstruiert, wo haben wir denn diese Variante und wie sind die miteinander verwandt. Was Sie hier sehen können, ist, dass wir die detektieren konnten ab Oktober 2020, also das so rekonstruieren konnten, dass wir hier mehrere Viren haben, dass diese Viren weitere Mutationen akkumuliert haben. Das heißt, hier können Sie sehen, alles, was hier in Rot ist, sind zusätzliche Mutationen in diesem Spike-Protein. Alles, was Sie in Blau sehen, sind zusätzliche Mutationen in anderen Genen oder Mutationen, von denen wir davon ausgehen, dass die keinen großen Impact haben. Und in Schwarz sind das eben die Mutationen, wie wir das auf RNA-Ebene bezeichnen würden. Und dann hinten ist einfach der Name des Virus, wie er eben in dieser Datenbank drin steht. Und was wir da rekonstruieren konnten, ist, dass dieses Virus eben in Sachsen war. Und dann ging es weiter nach Hessen, nach Dänemark, in die Schweiz und in andere Orte in Deutschland. Dann ist natürlich die nächste Frage, wo kommt es her? Und als wir das rekonstruiert haben, war das, als wir das rekonstruiert haben, konnten wir zeigen, dass das Virus kommt aus Wales und zwar aus dieser Pangolinie AP1. Und da hat es eben diese N501Y-Mutation aufgenommen. Und da ist es dann von Wales nach Sachsen gekommen und hat sich eben hier weiter ausgebreitet. Was bedeuten die anderen Mutationen? Also wir haben eben diese 501Y-Mutation, aber wir haben eben noch weitere. Und zum Beispiel bei den zweien hier, die kamen gleichzeitig und zwar
hängen die anscheinend zusammen. Also die kommen tatsächlich mehr, als man erwarten würde zusammen vor. Also das hat wahrscheinlich auch irgendeinen Evolutionsvorteil für das Virus. Was hier von besonderem Interesse ist, ist dieser Bereich, weil das ist in diesem Spike-Protein sind das die verschiedenen Bereiche, die verschiedene Aufgaben haben. Und hier haben wir die Rezeptor-Bindedomäne. Das heißt, das ist der Teil von diesem roten Stachel, der wirklich an den Rezeptor bindet, wo er die Zellen infiziert. Und das heißt, wenn hier eine Mutation passiert, ist das sehr wichtig. Und deshalb ist diese 501-Position, ist nämlich hier direkt daneben. Und die hat so eine große Bedeutung. Oder bei der Delta-Variante, die Mutation, die ist mittendrin. Und unsere Mutationen, die wir jetzt zusätzlich in Sachsen gefunden haben, beziehungsweise die hier ist in Bayern, die sind einigermaßen in der Nähe, aber tatsächlich einigermaßen weit weg. Genau, um das Ganze zusammenzufassen, also was genau ist passiert. Also wir haben das dann alles rekonstruiert. Und hier sehen Sie das dann im Verhältnis zu den Inzidenzraten in Sachsen. Also hier ist der Frühjahrshügel von 2020. Und hier ist die 7-Tage-Inzidenz relativ zu 100.000 Einwohnern. Und dann im Herbst 2020 ging eben die Inzidenz hoch. Dann im Januar fing sie langsam an, wieder runterzugehen, weil die ganzen Maßnahmen eingeleitet wurden. Genau, und hier endet das im Frühling. Und wenn wir da eben in diese Zeitlinie unsere Konstruktion reinsetzen, können wir in etwa sagen, dass das Virus in Wales etwa im August diese Mutation aufgesammelt hat. Das können wir sagen mit einer gewissen Sicherheit. Und deshalb haben wir diese Farbverteilung hier. Also mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ist es in diesem Tag im August. Aber die Fläche zeigt quasi unsere Unsicherheit. Das heißt, wir sind 95% sicher mit unserem Modell, dass diese Mutation in diesem Zeitraum passiert ist. Dann im Oktober, eben mit dieser Sicherheit, wissen wir, dass dieses Virus nach Sachsen gewandert ist, hat dabei eine weitere Mutation aufgesammelt. Und dann eben im Winter hat es dann weitere Mutationen aufgesammelt. Eben erst diese lilane hier, dann die blaue, dann die grüne. Und das sind die zusätzlichen Mutationen in diesem Spike-Protein. Genau, und das war quasi eben schon im Abgang der großen Welle. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was erzählt die denn da? Das habe ich ja noch nie gehört. Wir hatten unsere eigene Variante. Haben wir jetzt alle ein Riesenproblem und müssen uns riesengroße Sorgen machen? Ich kann Sie beruhigen, nein. Und das liegt daran, wie sich das weiterentwickelt hat. Das haben wir natürlich beobachtet und uns das ganz genau angeschaut. Und was Sie hier sehen, ist eben das Schicksal unserer Variante zusammen mit AP1, also der Muttervariante aus Wales. Und was Sie hier sehen, ist eben wieder auch eine Zeitskala. Also das ist jetzt von Outbreak Info, eine Statistik. Und auf dieser Zeitskala können Sie sehen, wie häufig das Virus war, eben von 0% auf 0,6% auf quasi alle Virusvarianten bezogen. Also das ist immer noch extrem selten. In Pink sehen Sie auch wo wir uns 95% sicher sind. Und in Schwarz eben die eine angepasste Kurve für wie häufig unsere Variante ist insgesamt auf der Welt. Das Ganze ist angeglichen mit, wie viele Viren wurden überhaupt sequenziert. Und was Sie sehen können hier, ist, dass eben in diesem Winter 2020 diese Variante unterwegs war. Und dann ist es langsam zu Ende gegangen. Und wir haben dann noch zweimal eine erwischt im Frühling. Und ich glaube, jetzt kann man mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie ausgestorben ist. Wenn wir uns überlegen, warum ist sie ausgestorben, kann man ganz klar sagen, dass zumindest hier in Sachsen das wohl daran lag, einfach, dass die Maßnahmen ergriffen wurden und dann die Inzidenzraten runtergegangen sind. Dann kam Delta. Delta hat alles übernommen und hat eben unsere Variante aussterben lassen. Und keiner freut sich darüber mehr als ich, denke ich. Was wir dann gemacht haben, einfach ist, dass wir das alles schön zusammengefasst haben, einen Blogpost draus gemacht haben. Das heißt, das können Sie gerne online nachlesen. Und wie gesagt, kein Grund zur Sorge. Wir haben das gesehen, wir haben das beobachtet und jetzt ist es weg. Was machen wir sonst noch? Also weitere Projekte, und bei uns meine ich tatsächlich alle, die daran beteiligt sind, ist, dass wir rekonstruieren, wann und wo das Virus über die Grenzen gegangen ist. Das können wir auch nachvollziehen, indem wir sagen können, in diesem Baum, in diesem Evolutionsbaum, wo das Virus aufgetreten ist. Und dann können wir rekonstruieren, wann es denn in Polen war und wann es nach Sachsen kam oder andersrum. Das ist auch gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit. Dann identifizieren, charakterisieren wir
Long-Covid-Patienten über Vollbluttranskriptomik. Das ist jetzt nicht am Virusgenom selber, aber das ist ein schönes DFG-Projekt, wo eben verschiedene Leute hier auch involviert sind. Und was wir eben auch so nebenbei noch gemacht haben, wofür wir eben kein separates Funding haben, ist die Mechanismen der Virusmutagenese uns anzuschauen, also unabhängig davon, was die Konsequenz der Mutation ist, zu schauen, wie ist sie entstanden. Und dann generelles Monitoring, also was ich gerade schon erklärt habe, dass wir eben auch genau gucken, welche Varianten sind denn überhaupt unterwegs. Und dann eben Optimierung von Methoden und Berechnungen. Also da ist besonders das Genome Center groß mit dabei, eben indem sie bei zu dem Code im Robert-Koch-Institut was mit beitragen, einfach damit die Methodik besser läuft, dass man es besser auswerten kann, besser berechnen kann und so weiter. Und da arbeiten wir eben auch ganz viel zusammen. Genau, und damit komme ich eigentlich schon zum Ende. Möchte mich herzlich bedanken eben bei allen Beteiligten, ganz besonders eben auch bei den Plattformen, wo die Daten geteilt werden. Also das ist natürlich, ohne das würde das alles nicht funktionieren. Bei der ganzen Decoy-Initiative und auch beim Rest der Gruppe, die eben auch mit zu beitragen. Und genau, und auch die Leute, die Institutionen, die mich generell auch unterstützen. Und ja, im richtigen Leben machen wir Krebsforschung. Deshalb ist das hier alles sehr krebslastig. Und da freue ich mich natürlich auch, dass man da flexibel ist und dass wir mal kurz in die Virologie abbiegen, um dann wieder zurückzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Ich würde mal anfangen, die Fragen aus dem Chat aufzunehmen und zu fragen. Matthias Glatt hat gefragt, wie viele Buchstaben denn anders sind zwischen einer Variante und der anderen, vor allen Dingen bezogen auf Alpha, Beta, Gamma, Delta. Kann man das genau sagen oder wie viel sind denn die entscheidenden? Das kann man jetzt so direkt nicht sagen, weil natürlich auch innerhalb dieser Varianten noch viele andere Varianten auftreten. Also das ist quasi so, wir haben bestimmte Varianten, die die zum Beispiel Delta definieren. Aber dann hat natürlich Delta auch in sich ganz viele Unterschiede, also in verschiedenen Viren, die zu Delta gehören, können auch ganz viele verschiedene Varianten mit drin sein. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel Delta mit Alpha vergleichen, ist das bei Alpha auch so. Und damit kann man da jetzt nicht wirklich eine Zahl festlegen. Aber was man sagen kann, ist, dass Delta über eine Handvoll Mutationen definiert ist und die teilweise dann auch mit anderen Varianten überlappen. Also jetzt zum Beispiel Alpha und Beta haben zum Beispiel diese 501Y-Mutation gemeinsam und Gamma auch. Aber Delta hat zum Beispiel diese 501Y-Variante nicht. Die sächsische Variante hat es, aber die sind dann halt auch unabhängig voneinander entstanden. Also daher kann man es jetzt so, also man kann das alles nachgucken. Also wenn wir jetzt genau sagen wollen würden, wir haben dieses Virus und wir wollen wissen, wie viel unterschiedlich ist es von diesem anderen Virus, können wir das machen. Aber auf ganze Varianten bezogen ist es schwierig, weil die halt in sich auch noch heterogen sind. Dankeschön. Eine Nachfrage gleich dazu. Einfach zum Verständnis, wie viele Mutationen braucht es denn, um gefährlicher oder weniger gefährlich zu werden? Auch das ist schwierig. Also wenn es die richtige Mutation ist, reicht eine. Also das gerade wie dann Alpha entstanden ist, das war quasi eine große Mutation, die eben dann den Unterschied gemacht haben, auch bei Delta. Aber dann kommen natürlich noch weitere Mutationen dazu, um das zu unterstützen. Also das Virus optimiert sich selber. Also das Virus optimiert sich und nimmt dann halt Mutationen auf. Viele davon bleiben dann einfach da, weil sie auch nicht stören. Aber wenn halt eine da ist, die hilft, dann entwickelt sich das Virus weiter. Was in dem Zusammenhang sehr interessant ist, ist, dass tatsächlich die großen Varianten, die entstanden sind, viele zum gleichen Zeitpunkt entstanden sind. Also es ist jetzt schon länger keine Variante mehr entstanden, die so einen Sprung gemacht hat in der Infektiosität. Und das ist sehr interessant, weil da geht man fast davon aus, dass jetzt das Virus sich in seinen Wirt angepasst hat. Das heißt, das Virus hat sich jetzt ideal auf den Menschen eigentlich eingepasst und man geht fast davon aus, dass es kaum noch besser geht. Das heißt, wenn immer sich das Virus jetzt verändert, um zum Beispiel über Impfungen hinwegzukommen und so, muss es dann auch Nachteile in Kauf nehmen. Und das werden wir natürlich jetzt sehen, ob das wirklich so stimmt und ob wir jetzt quasi mit einem Delta-variantenartigen Virus jetzt lange bleiben oder ob sich da nochmal was tut. Aber man geht fast davon aus, dass das eben fast schon perfekt optimiert ist.
Vielen Dank. Ich würde mal eine Frage vorlesen vom Herrn Degutsch. Und er hat gefragt, warum denn bestimmte Mutationen rückläufig sind, wenn andere, also zum Beispiel Alpha, wenn andere sich besser ausbreiten können. Also, dass die eine sich dann mehr ausbreitet, ist erstmal klar. Aber warum heißt das denn jetzt, dass die andere ausstirbt, die vorher gut funktioniert hat? Das ist eine Frage des Wettbewerbs. Also es ist ja so, dass wenn die Inzidenzen hochgehen, dann sorgen wir ja dafür, dass das nicht allzu schlimm passiert. Das heißt, dann kommen die ganzen Maßnahmen und Impfungen und so weiter, um die Zahlen runterzuhalten. Und quasi bei dem Potenzial, was die Viren dann noch haben, setzt sich dann halt die durch, die stärker ist. Und damit ist es ein indirekter Effekt. Also das ist quasi einfach, also die haben quasi einfach durch die Verfügbarkeit der Wirte, haben sie einen Wettbewerb. Und die Variante, die infektiöser ist, die sich besser ausbreiten kann, die gewinnt. Ich habe eine Frage von Herrn Kolacek und die Frage war, gibt es Varianten, die stärker als andere mutieren oder was aktiviert dann die Mutation oder reduziert die Mutation beim Virus? Ja, das ist tatsächlich relativ schlecht untersucht und das ist schade, weil das ist tatsächlich auch das, was ich wirklich gerne gemacht hätte. Also was ich tatsächlich sehen kann, ist, wenn ich mir die Varianten genau angucke, ist, dass die mit unterschiedlichen Präferenzen mutieren. Und das liegt gar nicht unbedingt daran, welche Mutationen selektiert werden, sondern es liegt daran, was zu einer Mutation führt. Und was zu einer Mutation führt, kann recht vielfältig sein. Also das kann zum Beispiel sein, dass der Kopiermechanismus einen Fehler macht. Es kann aber auch daran liegen, dass unser Immunsystem das Virus bombardiert und sagt und damit eben auch die Mutation hervorruft. Und da gibt es eine Balance und das ist dann nämlich auch von Ort zu Ort unterschiedlich, einfach weil unsere Immunsysteme eben auch unterschiedlich funktionieren und aber auch, weil das Virus eben dann auch unterschiedlich, zum Beispiel der Kopiermechanismus kleine Unterschiede haben kann. Und das verstehen wir alles noch gar nicht. Also wenn man ganz genau hinguckt bei dem Slide, das ich gezeigt habe, was die Unterschiede zeigt, kann man auch wirklich sehen, dass die Mutationsraten, selbst von den Mutationen, die nicht selektiert werden, sehr unterschiedlich sind. Und das liegt eben einfach auch daran, dass das Genom an unterschiedlichen Stellen lieber mutiert als an anderen. Das liegt daran, wie das verpackt ist, das liegt an allen möglichen Sachen. Und das verstehen wir tatsächlich sehr, sehr wenig. Und dazu kann man deshalb sehr, sehr wenig sagen. Ja. Frau Hiekmann hat eine Frage und sie hat gefragt, wie groß ist denn die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Bestimmung eines der 30.000 Buchstaben? Also ich gehe mal davon aus, wenn wir uns jetzt ein Virus in einem Patienten anschauen. Ja, das liegt an den Technologien, die dafür verwendet werden. Also das heißt, da gibt es mehrere verschiedene Technologien, die angewandt werden und die haben alle ihre Fehlerraten. Und deshalb gibt es danach eben Leute wie Max und Fabian, die dann halt wirklich ganz genau gucken, wie ist die Qualität dieser Sequenzen und was akzeptieren wir und was akzeptieren wir nicht. Und dann sind eben gerade diese ganzen Algorithmen, die eben im Robert-Koch-Institut laufen, die bei uns laufen und so weiter, darauf eingestellt, dass man eben sagt, okay, wenn die Qualität nicht gut genug ist, dann fliegt diese Sequenz raus. So funktioniert das. Das heißt, man legt das quasi selber fest, wie gut muss die Qualität sein, damit wir eben so wenig Fehler haben wie möglich. Danke. Wenn man sicher ist und es wichtig ist, macht man es einfach nochmal. Ich hatte gleich dazu eine Anschlussfrage, die ich vielleicht auch versuche mal zumindest teilweise zu beantworten. Herr Petzold hat gefragt, wie denn die Methodik genau aussieht und die Analysemethodik, um Viren zu sequenzieren. Ich würde da einfach mal anfangen, weil deswegen sitzen wir hier im Dreierteam da. Und zwar funktioniert das so, dass die Virologie Proben nimmt von Patienten und dort nur das Virusgenom, also den Bauplan, extrahiert. Dieses Virusgenom geht dann an uns und ein Teil unseres Teams schickt dann oder vervielfältigt dieses Genom und die vervielfältigte Kopien werden dann mit DNA-Sequenziermethoden auf ein Gerät gesetzt, was dann genau diese Kopien auslöst. Für jeden Patient wird damit
einmal diese zwei Seiten, die Frau Pötsch am Anfang gezeigt hat, ausgelesen. Und diese Daten, die gehen dann an die Kollegen Fabian Rost und andere Bioinformatiker, die dann die Daten auslesen, also die Seiten lesen und wirklich versuchen herauszufinden, welche Buchstaben sind anders und eben auch nach Qualität zu schauen. Und die Analyse, wie dann die Varianten sich weiterentwickeln, das passiert bei Frau Pötsch und anderen Kollegen. Dazu müsste sie dann eventuell mehr sagen. Genau, das war die Frage von Herrn Petzold. Ich habe noch die Frage von Frau Ude und die würde ich bündeln mit anderen Fragen, die jetzt mehrfach kamen. Frau Ude hat gefragt, ob man denn aus den Daten, die generiert werden, eine Art Ausblick geben kann für jeden einzelnen Virus oder die Virusverteilung. Und die Frage, die dann häufiger kam, kann man denn daraus was lernen, wie Impfstoffe funktionieren oder wie man Impfstoffe besser machen kann? Also Vorhersagen, wie sich das Virus weiterentwickelt, ist tatsächlich schwierig. Vorhersagen kann man in dem Sinne machen, dass man eben sagen kann, in welchen, also das wissen wir jetzt, in welchen Bereichen müssen Mutationen passieren, damit wir davon ausgehen können, dass wenn sich diese Mutationen durchsetzen, dass die eventuell einen Einfluss darauf haben, wie infektiös das Virus ist und wie stark es die Immunantwort hervorruft. Das heißt, das wissen wir dann aber auch erst wirklich, wenn wir sehen, dass das Virus sich ausbreitet. Und zwar darüber hinaus ausbreitet, was man wirklich einfach, also es kann ja auch sein, dass eine Mutation mit einer anderen Mutation zusammenkommt und dann einfach mitschwimmt. Das heißt, häufig weiß man das dann erst relativ spät, wenn dieses Virus tatsächlich einen Evolutionsvorteil hat. Wirklich Vorhersagen, wo die Mutationen passieren, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Mutationsraten mit in Betracht zieht, kann man zum Beispiel sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutation zufällig passiert. Und wo man dann eben die Selektionsprozesse, also quasi die Prozesse des Wettbewerbsvorteils ausblenden könnte. Ich glaube, da sind wir noch nicht ganz so weit, dass wir da wirklich richtig auf Vorhersagen treffen können. Genau, die andere Frage war die gesammelte. Die Frage war dann Richtung Impfung. Kann man von den Daten, die dann erhoben werden und dem Ausblick Impfstoffe verbessern, beziehungsweise war auch öfter mal die Frage, kann man vorhersagen, welche Mutationen dann den Impfstoff wirkungslos machen? Ja, also der Impfstoff, der beruht sich ja dann darauf quasi, wie gut das Virus erkennbar ist für die Immunantwort. Und das läuft ganz viel damit, dass man sich eben genau anguckt, wie schaut die Struktur aus von diesem Stachelprotein, also von dem Spike und drumherum. Das sind dann eher Fragen für Strukturermittler, also Leute, die sich dann wirklich die Proteinstruktur angucken. Das kann man an Genom relativ schwer sagen. Was man natürlich machen kann, ist, dass man vorhersagt, wie dann dieses Spike-Protein ausschaut. Und dann kann man Rückschlüsse ziehen. Aber das wird dann alles sehr, sehr unsicher. Was man sagen kann, ist, dass wenn eine Mutation entsteht, kann man in etwa zuordnen, wo die dann letztendlich einen Einfluss haben wird auf die Struktur von dem Protein. Und damit kann man dann natürlich sagen, ändert es jetzt was an der Position, wo das Immunsystem das Virus erkennt oder nicht? Und solche Sachen kann man vorhersagen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Mutation sehen, wie ich eben vorhin gezeigt habe, die ist in dieser Rezeptorbindedomäne von Spike passiert, dann ist das automatisch eine Mutation, wo am Robert-Koch-Institut die Alarmglocken losgehen. Also das heißt, wenn die so eine Mutation sehen, dann schauen die sich die ganz genau an und schauen, hat dieses Virus noch Nachkommen? Wie breitet sich das aus? Und dann wird es ganz genau beobachtet, weil das eben diese Mutationen sind, die am wahrscheinlichsten einen Einfluss haben auf die Infektiosität oder eben aufs Immunsystem. Dann würde ich jetzt mal eine Frage stellen von Denise, die vielleicht geht ein bisschen in Richtung der Impfung gerade, aber noch ein bisschen anders. Die Frage war, kann man anhand der Daten eine spezielle Therapie entwickeln, um die Infektiosität zu reduzieren? Also ich meine, was man machen kann, ist, dass man eben durch die Mutation dann eben schaut, was hat es für einen Einfluss auf die Infektiosität des Virus. Und dann darüber kann man dann halt in diesen mRNA-Impfstoffen die Mutation einbauen und dann neue Impfstoffe machen, die dann speziell für bestimmte Varianten besser greifen. Und das Gleiche ist dann natürlich auch, wenn man jetzt Therapien entwickelt, um dann eben Therapien zu optimieren.
Ja, also das kann man schon machen, aber das ist dann hauptsächlich eben auf der Ebene von der, auf der Proteinebene. Also jetzt gar nicht unbedingt von der Genomik selber. Ja, vielleicht kann ich da auch noch was hinzufügen. Es wird mit, ich denke, da gibt es Ansätze mit ähnlichen Technologien, also auch mit der Sequenzierung, nicht das Virus selbst zu vermessen, sondern die Zellen des menschlichen Körpers zu vermessen. Also sich genau anzuschauen mit Sequenzierung, wie ist der Zustand von Immunzellen im Blut von Patienten, um dann dort Unterscheidungen, um dann dort zu verstehen, was die Antwort des Körpers ist. Und das wird zum Beispiel auch in Dresden gemacht, in Kooperation mit der Uniklinik machen wir das am Genomzentrum. Und da gibt es weltweit auch viele Studien dazu. Also dort wird eine ähnliche Technik zur Vermessung benutzt, aber man schaut halt nicht auf das Virus, sondern auf die menschlichen Zellen, um dann dort zu überlegen, wie kann man da therapeutisch angreifen, wie kann man das Verhalten der Zellen ändern. Ich habe noch eine Frage von Herrn Vogt. Und Herr Vogt hat gefragt, wenn der Vorgang der Mutation, also der Veränderung der Viren, so relativ schlecht erforscht ist, wieso hört man oft, dass eine Impfung zu vermehrten Mutationen führt? Dass eine Impfung zu vermehrten das hängt damit zusammen, dass, dieses Virus, das will sich ja, geht ja durch einen Evolutionsprozess. Das heißt, es entwickelt sich weiter, um sich eben besser auszubreiten, um sich besser anpassen zu können. Und jetzt im Moment ist es so, dass wenn das Virus eine ungeimpfte Person infiziert, dann hat es sich jetzt für diesen Prozess optimiert. Jetzt ist es so, dass wenn jetzt plötzlich die Population geimpft wird, dann hat dieses Virus eine neue Barriere. Dann weiß dieses Virus nicht, also dann kann sich das Virus nicht vernünftig mehr weiter ausbreiten. Und dann ist natürlich der nächste Schritt für das Virus, diese Barriere zu überschreiten. Also so, sich weiterzuentwickeln, um eben über die Impfungen hinwegzukommen. Und das ist das, was da gemeint ist, dass wir damit eben nach neuen Mutationen selektieren würden, also quasi dem Virus einen neuen Druck geben, damit das Virus sich weiterentwickelt. Und das wird aber für das Virus schwieriger und schwieriger, weswegen die Impfungen so wichtig sind. Das heißt, also mit den Impfungen haben wir wirklich für das Virus eine horrende Barriere. Und aber je weiter wir durchgeimpft sind, desto unwahrscheinlicher wird es für das Virus, eben über diese Barriere zu kommen. Weil das Virus muss ja probieren. Und wenn wir ihm nicht die Chance geben, dann hat es auch keine. Das ist, warum Impfungen auch so wichtig sind, damit das eben nicht passiert. Ich denke, man müsste eben auch präzisieren, dass es nicht zu mehr Mutationen kommt durch Impfung, sondern dadurch, dass geimpft wird, sieht man nicht nur eine einzige, die sowieso überall ist, sondern man sieht dann die ganz vielen kleinen, die sowieso da sind, einfach öfter, weil nicht eine dominiert. Richtig? Also in der Entstehung der Mutation ändert da erstmal gar nichts. Also das ist auch nicht, dass die Impfung irgendwie Mutationen auslöst oder so, sondern einfach, dass das Virus muss sich dann wieder mehr anpassen. Und damit kann es halt sein, dass es Mutationen entwickelt, die dann über die Impfung hinwegkommen. Dann brauchen wir eine neue Impfung. Also das geht dann auch mit diesen mRNA-Impfstoffungen relativ schnell. Da macht man einfach die Mutation in den Impfstoff mit rein und versucht es dann nochmal. Und so geht dann quasi der Kampf gegen das Virus los. Und je gründlicher wir das machen, desto mehr drücken wir das Virus runter. Ich habe eine Frage, die ich so im Kopf habe, ist, und ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber wo kommen denn die Mutationen eigentlich her? Also wenn ich jetzt mein Comicbild von früher war, der Mutanten-Comic-Held kommt aus dem Strahlenbunker. Aber was passiert denn mit den Viren? Also genau, was macht denn das Virus so mutationsanfällig? Wo passiert das? Ja, also es gibt verschiedene Quellen. Das eine ist tatsächlich einfach der Kopiermechanismus. Also der Kopiermechanismus, der nimmt einfach die Buchstaben und kopiert die und macht dann ab und zu mal Fehler. Diese Fehler sind mehr oder weniger zufällig. Also das kommt immer auch darauf an, wie eben die RNA, die hat ja, die schaut auf diesem, wenn wir uns die Buchstaben angucken, schaut das ja alles ziemlich linear aus. Aber in Wirklichkeit ist es ja ein komplexes Molekül, das heißt, es ist auch gefaltet und so. Und wenn jetzt diese Kopiermaschinerie da durchkommt, dann hat die auch ab und zu mal
quasi einen Knäuel vor sich und muss sich dann mehr anstrengen und da macht sie dann eher mal einen Fehler. Das ist so quasi, wie das über die Kopie passiert. Das sind Prozesse, die passieren überall, die passieren tatsächlich auch in unseren Zellen ständig. Das ist ganz normal und bei dem Virus führt das eben zu Mutationen. Das ist das eine. Dann gibt es aber gerade, was für Viren dann noch sehr speziell ist, ist, dass unser eigenes Immunsystem macht das. Unser eigenes Immunsystem versucht, das Virus klein zu kriegen, indem sie mit bestimmten Enzymen die RNA angreift. Die RNA ist quasi das Genom von diesen Viren und die verändern sich dann chemisch und dadurch kann sich eben diese Buchstaben ändern. Und da wird halt ganz schnell aus einem C einen U. Und ein U ist quasi das gleiche wie ein T. Das war jetzt ein bisschen speziell, tut mir leid. Genau, also das ist dann einfach chemisch durch unser Immunsystem hervorgerufen. Und das ist tatsächlich die Mutation, die man sehr viel sieht. Genau, und diese passieren halt in ganz bestimmten Sequenzkontext eben auch. Also quasi, es kommt dann immer auch darauf an, welcher Buchstabe ist davor und welcher ist dahinter. Und dann ist es eben unterschiedlich wahrscheinlich, dass eben unser Immunsystem genau da die Mutation hervorruft. Genau, aber deshalb ist es eben auch nicht gleichmäßig verteilt. Also einmal wegen dem Kopierapparat und wegen dem Immunsystem. Das sind eigentlich die Hauptquellen von Mutation. Ich hätte dann noch eine Frage, die jetzt kam, die wahrscheinlich auch alle interessiert. Ist das Coronavirus irgendwann unter Kontrolle und weg? Oder wird es sich ständig ändern und wir müssen uns ständig neu einstellen? Und da war eben die Anschlussfrage auch gleich, ist das so zu verstehen, dass je wandlungsfähiger ein Virus ist, desto mehr Nachimpfung, also neue Impfung, wird es brauchen, sodass es dann so ähnlich wird wie bei der Grippevirus-Variante? Fragezeichen. Ja, also das Virus wird jetzt endemisch und endemisch heißt tatsächlich genau das. Das heißt, es wird sich so stark ausbreiten, wie wir das zulassen und es wird bleiben. Also das wird da bleiben und wird sich weiter ausbreiten und mit unseren Maßnahmen werden wir das auf einen Bereich einstellen, wo wir das akzeptabel finden. Im Moment sind in Sachsen die Inzidenzzahlen 100 pro 100.000 Einwohner. Das würde man viel sagen, ist zu viel. Und das ist eigentlich für eine Gesellschaft inakzeptabel. Das heißt, man möchte das halt auf einem gewissen Level halten, weil ganz vermeiden kann man es nicht. Aber wir müssen uns halt als Gesellschaft darauf einigen, wie hoch finden wir, ist es akzeptabel. Und dann wird es da sich weiterentwickeln und weiter da sein. Und wir werden eben mit Impfungen das entsprechend in Schach halten, um eben unseren Level halten zu können. Das ist eigentlich das, wie es weitergeht. Es wird weiter mutieren, wenn es eben an den Stellen mutiert, wo es wichtig wird, dass die Impfungen halt nicht mehr richtig klappen. Müssen wir nachimpfen. Wir müssen sowieso nachimpfen, weil eben gerade in der älteren Bevölkerung das Immunsystem so ist, dass die Impfung irgendwann verblasst. Und dann müssen wir sowieso nachimpfen. Und genau, und daran müssen wir uns jetzt gewöhnen. Also das ist einfach, das Virus ist da und es bleibt. Und sollte aber halt unter Kontrolle bleiben. Vielen Dank. Wir haben eine Frage von Herrn Zastrau. Herr Zastrau hat sich vorgestellt als Mechaniker, der sich bereits seit seinem Biologieunterricht 1968 mit Erbinformationen auseinandersetzt. Und er hat Sie gefragt, Frau Pötsch, er meinte, die Aussage von Ihnen ist sehr hoffnungsvoll, dass das Virus jetzt praktisch optimal an den Menschen angepasst ist. Dann würde es ja quasi jetzt nicht mehr schlimmer werden. Aber er mag das noch nicht ganz glauben und fragt, ob Sie das noch etwas erläutern können. Wie kommt man denn zu dem Schluss? Also es ist noch unsicher. Also das ist einfach, es fällt auf, dass eben gerade diese Varianten Alpha, Beta, Gamma, Delta alle in einem bestimmten Zeitraum entstanden sind, relativ kurz aufeinander und dann eigentlich seitdem lange nichts mehr passiert ist, was wirklich eklatant was verändert hat. Und das ist eigentlich eher eine Theorie, dass das ein Hinweis darauf ist, dass das Virus eben an seinen Wirt angepasst ist. Das hat man auch früher in verschiedenen anderen Viren gesehen, dass wenn ein Virus den Wirt wechselt, also quasi vom Tier auf Mensch springt, dass das eine Weile, dass es sich dann eine Weile lang stark verändert und dann irgendwann entsteht so ein Status quo. Und das könnte schon sein, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Und der Grund dafür ist wirklich einfach das Timing der Entstehung der neuen großen Varianten und dann eben, dass da lange nichts mehr passiert ist oder nicht keine großen Sprünge mehr gemacht wurden. Aber das ist natürlich, das müssen wir erstmal sehen. Das ist jetzt im Moment einfach nur ein bisschen eine Hoffnung,
Und dann natürlich ist es auch nur so, wenn wir halt jetzt keinen weiteren Druck haben. Also was natürlich auch noch passieren kann, ist, dass die Viren sich halt weiterentwickeln im Verhältnis zu der Impfung. Aber da sind wir tatsächlich mit diesen neuen Technologien in einem sehr guten Position. Das heißt, wenn jetzt eine Mutation gegen eine Impfung entsteht, dann ändert man einfach die Impfung und macht es nochmal. Das heißt, also ich bin da tatsächlich diesbezüglich schon sehr hoffnungsvoll, was das anbelangt. Aber natürlich ist es jetzt so weit verbreitet und so tief drin, dass es halt auch nicht mehr ohne weiteres weggeht. Also das heißt, deswegen wäre eigentlich also die Hoffnung, dass man es wirklich ausrotten kann, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht passieren. Auch eben, weil die Impfbereitschaft nicht groß genug ist. Da müssten wir uns wirklich komplett alle durchimpfen, damit wir überhaupt eine Chance haben, das Virus komplett rauszukriegen. Ja, dazu anschließend gleich nochmal eine Frage aus dem Chat. Sollten Ihrer Meinung nach speziell in Sachsen, speziell die TU Dresden, Maßnahmen verschärfen, um das besser in den Griff zu kriegen? Ja, das ist jetzt nicht im Namen der Uni sprechen. Ich meine, was der Grund auch, weswegen ich diesen Vortrag halte, ist auch einfach, um klarzumachen, wie wichtig das ist, dass man sich impft. Also ich bin nach wie vor ein sehr freiheitlicher Mensch und möchte, dass das Ganze freiwillig passiert, aber eben auch, dass alle halt auch eine Informationsbasis haben, dass sie sich entscheiden können. Und deshalb sind solche Vorträge auch so wichtig, dass man eben sagen kann, ja, wir wollen eigentlich alle, dass sich alle impfen und das sind die Gründe dafür. Genau. Und aber wie man jetzt genau, also Maßnahmen und so weiter, das ist Frage der Politiker und Leitung der Universität etc. Ich hatte dann noch eine Frage von Herrn Fleischer. Es existierten ja schon vor Corona SARS-Viren, also ähnliche Viren. Waren die Mutationsverläufe dort ähnlich, beziehungsweise konnte man aus den SARS-Verläufen dort was lernen? Ui, ich glaube, was man viel darüber gelernt hat, ist eben dieser Übergang von Tier auf Mensch. Und dann muss man aber ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich auch ein Forschungsfeld, das ich glaube ich nie so groß gewachsen ist, dass man da jetzt, also die Corona-Forschung hat jetzt einen Riesensprung gemacht. Und ich glaube, es wurde alles genutzt, was man von vorher schon wusste. Aber ich glaube, das war halt bisher auch einfach ein Nischenfeld, wo zu wenige Leute dran gearbeitet haben. Und besonders halt auch in verschiedenen Ländern. Also zum Beispiel in Deutschland ist die Virologie relativ groß, einfach weil es auch traditionell ist in ein paar Orten, so ein paar Unis in Deutschland. Aber so international war eben gerade diese Art Forschung sehr, sehr klein gehalten. Und ich glaube daher, also alles, was man da wusste, hat man verwendet jetzt. Aber es war halt noch zu wenig. Ja. Ich wollte auch noch was sagen zu der Frage vorher, was ich vergessen hatte. Ich glaube, ein großer Unterschied bei der, wie sich das Coronavirus weiterentwickelt, also das ist ein Riesenunterschied zur Grippe, weil das Grippevirus andere Mechanismen hat, um flexibel zu sein. Das heißt, das Grippevirus, das kann man schwer vergleichen. Dass wir zum Beispiel jetzt bei der Grippe jedes Jahr uns überlegen müssen, welche Impfung nehmen wir denn jetzt am besten, weil welcher Grippevirus ist denn gerade am stärksten unterwegs. Das wird bei Corona jetzt nicht so passieren, weil das Grippevirus im Vergleich zu Corona noch einen anderen Mechanismus hat, wie es sich einfach neu immer wieder zusammensetzt. Das hat das Coronavirus nicht. Das heißt, das ist ein großer Unterschied. Das war jetzt noch zu der Frage vorher, das hatte ich vergessen. Ich würde vielleicht gleich nochmal wieder anschließen, weil es kam jetzt gerade die Frage, man hört das Argument, dass Durchimpfung der Bevölkerung das Virus nicht besiegen wird, weil diese Viren, die auf Tiere übergehen können, nicht besiegt werden können. Ich würde das dann, also die eine Frage war, stimmt das so? Kann man es nicht besiegen, weil es immer zu Tieren zurückgehen kann und wieder zurückkommen kann? Und dann wäre für mich eigentlich die Frage, was heißt denn besiegen in dem Fall? Also ich nehme an, besiegen heißt in dem Fall tatsächlich ausrotten. Und ausrotten, also ich meine, wir haben ja wirklich tatsächlich in der Menschheitsgeschichte bisher kein Virus wirklich ausgerottet. Und selbst die Viren, vor die wir richtig tolle Impfstoffe haben. Das heißt, das Einzige, was man eben hat, ist das Masernvirus, das nach wie vor in zwei Sicherheitslaboren existiert. Und ansonsten, nicht Masern, Hilfe. Polio? Nein, nicht Polio, Pocken. Pocken. Also selbst Pocken ist quasi ausgerottet, aber existiert noch in zwei Sicherheitslaboren.
Und Polio ist zum Beispiel auch das zweite Beispiel, das ich nennen wollte. Dass, da haben wir ja wirklich ganz, ganz tolle Impfstoffe, die auch wirklich super funktionieren. Also Impfstoffe funktionieren ja auch nie 100%, sondern Impfstoffe funktionieren nah an 100% oder halt in den eher so mit einer gewissen Sicherheit. Und man kann auch nicht jeden impfen. Das heißt, es ist gar nicht möglich, die Gesellschaft 100% zu schützen. Aber wenn wir halt einen gewissen gewisses Level erreicht haben, dann reicht das aus. Und das hängt halt vom Virus ab. Und Polio an sich ist eigentlich weniger ansteckend noch als Corona. Und selbst das haben wir noch nicht angeschafft, das auszurotten. Das heißt, und Corona ist jetzt auf der ganzen Welt verbreitet. Es ist sehr infektiös. Es geht über Aerosole. Und damit ist es einfach es ist tatsächlich eher ein logistisches Problem, das auszurotten. Wenn jetzt wirklich alle uns impfen lassen würden, dann könnten wir es tatsächlich mit relativ wenigen Maßnahmen sehr klein halten. Und Neuseeland hat es ja jetzt zum Beispiel probiert, mit dieser Zero-Covid-Strategie einfach wirklich gar nichts reinzulassen, gar nichts zu machen. Selbst das funktioniert nicht. Also das heißt, es wird logistisch nicht möglich sein, dass wir es jetzt in näherer Zukunft komplett ausrotten. Aber wir können es halt an einem kleinen Level halten. Und dieses am kleinen Level halten, das ist halt das, was wegen der Impfung so wichtig ist. Aber so 100%, es wirklich loswerden jetzt, ist tatsächlich logistisch nicht machbar. Fabian, hast du noch eine Frage? Ich glaube, Frau Schulin hat gerade nachgefragt und gefragt, ob diese Ausrettung nicht voraussetzen würde, dass die Impfung verhindert, dass das Virus überhaupt übertragen wird. Es ist ja auch so, dass die Impfung, das Übertragen ja auch inhibiert. Also es ist ja wirklich nur, es ist so, dass es zwar geimpfte Menschen gibt, die in Ausnahmefällen in bestimmter Maßen das weiter übertragen können, aber das ist so stark reduziert, dass wenn wir da einen gewissen Schwellenwert erreichen, dann macht das nichts mehr, dass das ab und zu mal schief geht. Es ist ja auch so, dass das kein Impfstoff 100% funktioniert. Es kann ja sein, dass das Immunsystem nicht anschlägt oder dass eben bei älteren Leuten, dass dann der Impfschutz ablässt. Und dann kann man eben neue Infektionen haben und dann kann man es auch weiter verbreiten. Aber das ist immer weniger schlimm, als ungeimpft zu sein. Also das heißt, wenn man sich jetzt wirklich in die Intensivstation, wenn man sich da umguckt, es ist so gut wie alle sind Ungeimpfte. Und dass man wirklich mit Impfungen einen sehr, sehr schweren Krankheitsverlauf hat, ist sehr selten. Und das Gleiche ist dann auch auf die Übertragungen zu sehen. Also das ist, es ist ja nicht immer alles schwarz und weiß, sondern es geht halt auch einfach nur um eine Reduktion. Und wenn wir eine Reduktion zu einem gewissen Punkt hinkriegen, dann haben wir halt können wir diesen Wert anders einpendeln. Vielleicht kann ich da noch hinzufügen, also es ist auch um so ein Virus auszurotten, das kann man dann mit epidemiologischen Modellen, so heißt das, zeigen, muss man nicht hundertprozentigen Impfschutz und hundertprozentige Nichtübertragbarkeit haben. Eine sehr hohe reicht dann aus. Also auch mit kleinen Fehlern in der Impfung kann man trotzdem einen enormen Schutz erreichen. Ich hatte dann noch die Frage gelesen, das sind zwei Fragen, die ich mal bündele. Welchen Impfstoff würden Sie empfehlen? Das ist wahrscheinlich sehr schwer zu beantworten. Und es steht auch im Raum, dass Impfungen zu Unfruchtbarkeit führen. Kann man dazu was sagen? Also welchen Impfstoff ich empfehlen kann, das ist nicht meine Expertise. Das heißt, das möchte ich tatsächlich weiterleiten an die Ständige Impfkommission, die dafür zuständig ist und die wissen, was sie tun. Also das heißt, die Impfstoffe, die sie empfehlen, die sind wirksam und getestet und da kann man sich drauf verlassen. Dass das zu Unfruchtbarkeit führt, ist Falschinformation. Also da gibt es keine Daten, die das unterstützen. Und das ist, das hat man natürlich, sowas untersucht man. Und da sind wirklich viele Leute dran. Und dann werden solche Untersuchungen werden gebündelt in dieser ständigen Impfkommission, die wirklich sehr, sehr, sehr genau hingucken. Deshalb dauert es ja manchmal noch ein bisschen lange, bis sie den Impfstoff freigeben. Die gucken wirklich ganz, ganz, ganz genau hin. Und wenn die sagen, das ist sicher, dann ist es sicher.
Wir kommen dann mal zur letzten Frage. Ich denke, die meisten Fragen waren beantwortet. Inwiefern stimmt es, dass Impfungen gegen Corona das Immunsystem langfristig schwächer bezüglich anderer Infektionskrankheiten machen? Und wenn ja, wieso? Auch das ist was, was mich wundern würde, wenn das stimmt. Das ist aber auch eine sehr tief immunologische Frage, die nicht meine Expertise ist. Aber das, das habe ich noch nicht gehört in Expertenkreisen. Gut, dann wären alle Fragen durch und ich würde zu Frau Tippel für den Abschluss geben. Ja, liebe Frau Pötsch, lieber Herr Rost und lieber Herr Krause, vielen, vielen Dank für den Vortrag und überhaupt für diese vielfältige Expertenrunde. Also ich habe ziemlich viel gelernt über Mutation und ich hoffe auch, dass es die große Runde hier auch getan hat. Die zahlreichen Fragen haben es ja gezeigt. Sehr großes Interesse und vor allem sehr fachkundiges Interesse. Also vielen Dank für die tollen Fragen. An dieser Stelle möchte ich auch meinen Kolleginnen danken. Das ist vor allem die Frau Piotrowski für die Organisation, dann auch Frau Rost und für Frau Gonciasch für den technischen Support. Und ich möchte dann auch gern noch auf die nächste TOD-Lecture hinweisen und Sie ganz herzlich alle einladen. Das ist die nächste ist dann auch erstmal die vorerst letzte TOD-Lecture, die sich mit dem Thema Corona beschäftigen wird. Und dann danach wollen wir uns auch mal einem anderen Thema zuwenden. Auf jeden Fall, die nächste Lecture findet am 22. November statt, wieder um 18 Uhr online. Und unser Experte wird Professor Barth sein, der uns über die psychische Belastung von Kindern während der Corona-Zeit berichten wird. Genau, oh, hier kommt schon ein Kind ins Bild. Wie passend. Ja, hierzu lade ich Sie ganz herzlich ein und alle Informationen und auch jetzt hier die Aufzeichnung von der jetzigen Veranstaltung wird dann auf unserer Projektwebseite stehen. Das wird jetzt auch gleich eingeblendet oder ist schon eingeblendet. Die letzten TOD-Lectures haben sich ja damit befasst mit Epidemiemodellen, sozialen Ungerechtigkeiten während der Corona-Krise und auch Informationen zu Impfungen. Also falls Sie da gerne noch mal mehr erfahren möchten, dann schauen Sie sich die Präsentation bzw. Aufzeichnungen gerne an. Ja, und wie gesagt, die nächste Lecture wird sich nochmal mit Corona befassen, mit den Auswirkungen von Corona. Und wir sind sehr interessiert und offen für Ihre Themenvorschläge. Also wenn Sie Ideen haben, womit wir unsere Wissenschaftler von der TU Dresden, also zu welchen Themen wir Sie einladen sollen, dann schreiben Sie uns einfach mal eine Mail. Die Mailadresse wird, glaube ich, auch nochmal eingeblendet. Ansonsten sage ich Sie ja auch nochmal an, das ist TUD Lectures, zusammengeschrieben, @tu-dresden.de. Und ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs aktive Mitschreiben und Nachfragen und wünsche Ihnen allen noch einen ganz schönen Abend. Von meiner Seite auch vielen Dank. Auch besonders für die netten Fragen. Das war sehr nett. Tschüss. Vielen Dank. Einen schönen Abend.